Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Age of Empires 2, The Age of Kings. Wir spielen hier die Erweiterung The Conquerors, in der es einige neue Völker gibt. Und die ganze Age of Empires-Reihe gibt es ja schon seit 1997. Entwickelt wurden sie von Ensemble Studios und von Microsoft gepublished. Und der Release dieses Spiels, also von Age of Empires 2, war am 28. Oktober 1999, also schon ein uraltes Spiel, aber trotzdem ist der Spaßfaktor sehr hoch und deshalb spielen wir das auch mit euch. Es gehört zum Genre des Echtzeitstrategiespiels. Was hast du noch so Ja, gesagt? und wir spielen zu zweit im Team gegen zwei Computergegner auf einer Karte, die wirklich sehr klein ist. Also so, dass nicht sehr viel Platz ist zwischen uns und den Gegnern, damit auch wenigstens mal ein bisschen Action herrscht. Und ja, auf extrem schwierig, ja, ist halt, mehr geht halt nicht, aber das ist ausreichend. Und ja, allerdings mit dem Bevölkerungslimit von 25, da. Ich finde halt, da kommt halt ein bisschen mehr taktisches Gefühl aus. Da muss man halt das schön ausbalancieren zwischen dem Wirtschaftlichen mit dem Dorfbewohner und halt der Armee und dem Militär. Und ja, halt Sieg ist Eroberung, denn ja, Weltwunder, wenn man einfach eins baut, die Gegner haben sowieso dagegen nicht so viel auszurichten, deswegen machen wir es lieber gleich Eroberung. Das passt dann, ja. Ich würde sagen, machen wir los. So machen wir das. Übrigens, unsere beiden Völker sind beides Völker, die sehr auf Bogenschützen setzen. Also werden wir mal sehen, ob wir das hier im Nahkampf dann praktisch mit der Infanterie gut hinbekommen. Ist mal ein Versuch. Dann würde ich sagen, starten wir das Okay, Ganze. dann geht es Bist du ja bereit? auf zur. Genau. Das finde ich immer toll. Ja, Die. ist ein ziemlich nettes Feature hier, diese eingesprochenen Kommentare, die man hier praktisch ja, aktivieren kann. Nun dann wollen wir aber auch anfangen. Letzten Sekunden. Letzte Sekunden vom Spiel und die Spannung steigt. Erstmal geht ja alles wieder ganz einfach los. Mal sehen, was kommt für eine Karte. Dorfbewohner, ein paar Schafe. Ja Gatterer. gut, Schafe ist. Ja, doch, das. Fängt gut an schon mal. Golden. Sieht ja Ach, und Büsche. ziemlich freundlich aus. Dann machen wir Nahrung das doch ist hier nochmal ganz vorhanden. anders hier. Dann bauen wir das nämlich so. Golden. So, den schicken wir hier auf Erkundungstour. Age of Empires. Finde ich für das Alter noch ein Top-Spiel. Also. Kann man nicht anders sagen. Nee, ich finde. Ich finde auch, man verliert wirklich die Lust auch nicht daran, weil man wirklich immer wieder ein bisschen was Neues ausprobieren kann, sich immer wieder ein bisschen anders aufbauen kann. Es hat irgendwie noch was. Es kann halt noch mithalten als Spiel, was vom Prinzip her. Irgendwie noch, sowas gibt es ja heute eigentlich gar nicht mehr. Alles so 3D-mäßig, das ist ja. Da hast du ja sowas nicht. Aber hier hat man halt noch mal dieses, ja, dieses alte Feeling, diesen Retro-Style. Bulden. Ja. So, und hier sieht es aus bei mir, als wäre ich auf einer Insel, aber ach, ich bin ja direkt neben dir. Stimmt. Ach ja. Hier ist ein schöner Durchgang. Ich komme mal mit meinem Adlerkrieger vorbei. Adlerkrieger? Ja, ist die, ja, sag ich mal, Spezialeinheit, eine der Gatherer. Spezialeinheiten der Maya. Im Gegensatz zu den berittenen Speeren, die man sonst hat. Achso, du hast also am Anfang gar keinen Speer. Ich habe keinen Speer, aber einen Adlerkrieger und einen Bulden. Mann mehr als du praktisch, einen Dorfbewohner. Ah, das ist ja. Naja. Dafür aber auch 50 Nahrung weniger. Naja, gut, dann wäre halt bloß einer schon entwickelt, hast du halt ein bisschen Zeit Richtig. gespart. Ist also alles fair. Schau mich heute mal kurz Chopper. um. Auf jeden Fall Holz und ganz viele Dorfbewohner. Ich finde es auch nett, dass man hier die Sprache der Völker praktisch angepasst hat, dass halt nicht jedes Volk dasselbe sagt, wenn man die Einheit bewegt oder so, sondern dass da wirklich ein bisschen überlegt wurde. Und die sind ja nun manche wirklich schon wirklich witzig gemacht. Also. Das stimmt. Man versteht es auch so ein bisschen, also Greetings. was sie so sagen wollen. Haben sie wirklich gut umgesetzt, da kann man nichts sagen. Jetzt sind sie schon in der Feudalzeit, das ist ja, sind wir ja noch Ah, weit entfernt. das ist halt extrem schwierig. Man Die darf Gegner nicht. bauen sich da unheimlich schnell auf. Und da muss man halt dann so schnell es geht Bohlen. reagieren. Genau. Chopper. Ich bräuchte noch ein paar Schafe. Ah, da wurden gerade welche entdeckt.
Das Gute am Adlerkrieger merke ich gerade ist, dass er den berittenen Speer der Gegner ziemlich schnell töten kann. Ach so. Ja, hat aber er der vier Speer Angriff. Könnte er einfach wegreiten. Aber der Adlerkrieger ist genauso schnell wie der Speer. Was? Ist ja praktisch ein verbesserter Speer. Ja. Dann ist es ja nicht schlecht. Oh, jetzt habe ich. Nein. Ich glaube, ich brauche noch ein Haus. So. Ja, die Anfangszeit natürlich hier erstmal viel auf die Rohstoffproduktion ausgelegt. Na, Mehl kann man sich sowieso nicht so leisten gerade. Das stimmt, so schnell wie möglich erstmal ins nächste Zeitalter kommen. Ja, damit man wenigstens Mauern hat, damit man erstmal Schutz vor den Gegnern hat. Die sind ja dann schon relativ schnell in den Zeiten, wo sie auch dann Einheiten produzieren können. So, ich habe den ersten berittenen Speer besiegt, jetzt ist gleich der zweite im Land. Oh. Naja, aber ist ja auch nicht schlecht, dann haben die erstmal nichts zum Erkunden. Ist ja von daher... Ja, das ist ganz gut, um den hier erstmal ein bisschen die Anfangsoffensive zu nehmen, beziehungsweise ihre Sichtweite in unser Land. Und ich habe hier einiges an Gold rumliegen. Gold, naja. Aber mir fehlt ja, das doch, Holz momentan Steine. Noch. Das Holz, nicht das Holz, das Stein, genau. Steine. Zweimal Gold, aber bisher noch keine Steine gefunden. Schafe. Achso, das sind deine. Dreimal Gold, aber... Nee, ich lasse lieber. Brauchst du ja, das wäre ganz nett. Wo wir im Moment gerade noch meine sind. Ich kann es ja zu deinen Dingen schicken, dann sind deine. Ah, der Gegner holt sich ja auch gerade Schafe ab. So, mein Speer lasse ich jetzt mal auf große Runde. Ja, jetzt warte ich ja theoretisch nur noch, dass es 500 Nahrung wird. Zwei Gebäude habe ich ja theoretisch. So, und jetzt habe ich ihn... Ah, schade, er war etwas zu schnell, sonst hätte ich ihn schön in die Enge getrieben gehabt. Oh, hat schon einen Hafen gebaut, der Gegner. Wo ist er denn bei dir? Der ist... ich kann ihn markieren. Da ist er. Und ah, die Markierfunktion auch sehr gut, genau. Ich habe genau hier einen Zugang und den einen Zugang bei dir, sonst bin ich hier auf einer Insel. Ach, sehen, hier oben. Ich da dann später Mauern drum bauen, weil wenn sie schon einen Hafen bauen, werden sie ja sicherlich auch Schiffe haben. Ein Jäger? Ein Gott, Jäger von ein ganzer Speer oder die ganze Reise zurück machen. Nein. Viel am Reisen hier. So, endlich. Jetzt Feudalzeit entwickeln. Die haben nichts zu tun. Warum nehmen die da nicht hier diese Schiffe? Vielleicht haben sie ja Bärenallergie. Dann müssen sie leider Holz hacken. Ah ja, ich habe noch einen Stein-Spot gefunden. Bolden. Rück. So, wo ist mein Speer? Ach, dort unten. Ist mein Adlerkrieger stärker als der Milizsoldat? Ich glaube ja. Naja. Doch, das schafft er. Ein Haus. Ich hatte theoretisch nur noch ein Haus und dann ist... Uiuiui. Und da kommen sie mit ihrer ganzen Armee. Wirklich? Ja. Ganze Armee? Ja. Da? Das ist ja bei mir. Drei Dorfbewohner und zwei Milizsoldaten. Ist denn ihre Armee? Ja. Naja. Auf jeden Fall erstmal eine Mauer bauen. Ja, Mauer wären dann gar nicht schlecht. Hier oben muss ich auch noch erkunden, ob da jetzt wirklich Wald hinten rumgeht oder. Dann, na gut, hier unten dürfte Wald sein, das geht. Feudalzeit! So, wie mache ich denn das? Oh! Wenn ich das jetzt so baue. Bolden. Ich zwar am Ende dann die Rohstoffe nach 1000, aber die. Sonst
brauche ich solche ewig langen Mauern. Ja, Mauerbau auch ein Thema, was bei uns hier ständig aufkommt. Also es wird wahrscheinlich kein Spiel geben, in dem wir nicht eine Mauer bauen. Ja, ist ja auch taktisch die bessere Variante. Ist auch vor allen Dingen unbedingt nötig. Weil ich weiß nicht, wie man sonst hier diese Anstürme der Gegner, die später dann noch kommen, aufhalten sollte. Bulden. Nur mit Einheiten würde das ziemlich schwer werden. Das ist das Problem. Und gerade weil wir im ersten Moment immer erstmal stärker sind. Das stimmt. Bulden. Ah, du bist auch in der Feudalzeit. Ja. Und jetzt Bulden. Beginnt die eigentliche Produktion. Das ist erstmal hier die erste Zeit geschafft. Das Problem. Chopper. Yay. Die Nahrung ist alle. Das ist nicht so gut, aber wozu gibt es denn? Oh, hier hat er übrigens eine Mauer hingebaut. Dort. Oh Gott. Ja. Aber wozu gibt es denn Felder? Felder. Felder. Naja, Nahrung produzieren. Ja. Aber. Golden. Ja, Felder brauchen ja immer noch Holz, also somit brauchen wir. Kriegt man anstatt Holz dann einfach Felder, also über Holz Nahrung. Deswegen ist ja eigentlich Nahrung sammeln besser. Zum Glück habe ich hier noch einige Schafe stehen. Die werden noch geschlachtet und jetzt erstmal alles auf Dorfbewohner setzen. Golden. So. Kleinen Moment mal eben. Ich muss hier mal. Kurz. So. Nein, jetzt haben die sich natürlich ausgesperrt. Natürlich großartig. Mach gleich mal ein Tor zu dir, wenigstens auf die Seite. Bolden. So, wo haben wir jetzt noch. War hier nicht noch einer? Chopper. Bolden. Ach, das kann er nicht bauen. Korrekt. Aber auf jeden Fall Steine. Bolden. Und da können die. Fünf die Holz hacken. Bolden. Zwei mit zum Stein und die anderen. Ja, was baue ich denn jetzt noch? Eigentlich viel Nahrung. Bolden. 10 Dorfbewohner. Bolden. Ja, Dorfbewohner kann man hier gar nicht genug haben. Uiuiuiuiui. Gegner hat natürlich genau dort eine Mauer hingebaut, wo ich eine hinbauen wollte. Würde ich mal sagen, wir bauen hier Mauer an Mauer. Jo. Bei mir dürfte ja theoretisch alles zu sein. Stehen die jetzt hier auf dem Feld? Die sollten doch Feld bauen. Bulden. 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 Jetzt. Yay, Bulden. Können wir das nehmen? So, was brauchen wir noch? Auf jeden Fall noch viel Holz, denn. Chopper. Häuser haben die ja auch gebaut. Ach, bei dir auch? Also, beziehungsweise nicht Häuser, sondern Schmiede, Marktplatz. Ach, die Häuser. All das Zeug noch. Turm kann ich ja nicht bauen. Lass mal die auf mit Holz hacken. Chopper. Und dieser könnte schon mal. Was haben wir denn dann? Eine Schmiede. Eine Schmiede, Marktplatz. Kaserne hoffe ich mal, dass ich es jetzt nicht brauchen werde, dass die Gegner noch nicht so schnell angreifen. Oh, das ist aber gewagt. Chopper. Ja, aber Kaserne, da ist. Obwohl. Ja, die bringt eigentlich auch doch noch Verbesserungen für meine Bogenschützen dann am Ende. Richtig. Aber das kommt ja sowieso erst in der nächsten Zeit, Alter.